Hallo Freunde, willkommen zurück zu Anno. Wir sind gerade dabei, hier noch eine kleine Plantage aufzubauen für Schnickschnack. Könnten noch Mandeln sein. Salam alaikum. Ach, das sagst du doch zu jedem. Gut, eine Noria hier rein, dann sind wir da versorgt. Der Platz ist genutzt. Wir haben für 3 Mandelgedönse hier gesorgt. Das muss eigentlich erstmal reichen. Wunderbar. Ich weiß, hier sieht es jetzt eigentlich nach Overkill aus, weil wir noch so viel Zuckerrohr übrig haben. Aber wir produzieren eigentlich zu wenig für 3 Zuckerbäcker. Dementsprechend wäre es nicht das Dümmste, wenn wir da ein bisschen aufstocken würden. Ich habe außergewöhnliche Waren für euch. Ein gutes Geschäft. Möge der Handel beginnen. Abgemacht. Ich habe außergewöhnlich gewöhnliche Waren für dich. Ein gutes Geschäft. Unsagbar. Nutzlos. Aber wir haben ein bisschen Ruhm dafür gekriegt und könnten eventuell gucken, dass wir hier ein bisschen was kaufen. Was ist da? Militärlimit? Ja. Sinnfrei. Flaggschiffe und Kriegsschiffe. Das ist vielleicht einigermaßen interessant. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Brauchen wir da auch nicht zwingend. Okay, eine kleine Mandelfarm-Ecke. Da bin ich mal gespannt. Da haben wir schon reichlich Marzipan. Wo bleibt unser Schiffchen? Oh, da fällt mir gerade was ein. Ja, 110. Da sollte auf jeden Fall ein Frachtraum so richtig vollgeballert werden. Okay. Hier geht's her. Das waren 5 auf 7. Standardgröße. So gefällt mir das. Wir brauchen erstmal nur 2. Die sollten auf jeden Fall reichen. Also, Straßenanbindung, eine Noria daneben geklatscht. Dann läuft der Laden? Nein, läuft er nicht, weil uns Werkzeug fehlt. Aber wir haben die weite Reise hier. Da können wir noch ein bisschen Material mitnehmen. Schadet nicht. Auch davon nehmen wir ein bisschen was mit. Das können wir in Sanakant abliefern. Und wenn wir hier unten fertig sind, holen wir noch mal ein bisschen Glas, auch für Sanakant. Dann können wir, wenn es weiter nichts ist, womit ich bin. Wenn wir den Marzipankram jetzt erledigt haben, können wir schauen, dass wir die Gesandten verbessern. Und uns dann um die Adligen kümmern. Ich will endlich mit dem Monster hier anfangen. Das steht jetzt schon ewige Zeit rum und macht nichts. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Baupläne sind so lukrativ in jeglicher Hinsicht. Ja. Man kann erst mit 2000 Adligen anfangen und dann kriegt man auch das normale Ding. Ach, was soll's. Nicht schon wieder aufregen. Das ist einfach nur schlecht für den Blutdruck und alles andere. So, was pingst du mich an? Wir haben eigentlich derzeit keine offenen Aufträge mehr. Dementsprechend, man könnte hier mal ganz freundlich anfragen. Von dir haben wir schon lange nichts mehr gehabt. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Flüchtendes Schiff versenken, das kriegen wir hin.
Also. Gib ein bisschen Ruhm, dann werden wir hier demnächst fertig. Wunderbar. Eins nach dem anderen. So, das ist alles voll und das ist im Moment noch unfruchtbar. Aber hier läuft jetzt alles, nehme ich an. Das wurde abgeholt. Da brauche ich auf jeden Fall noch etwas mehr Lagerraum. Denn das wird hier drüben wahnsinnig schnell verbraucht werden. Oder ein zweites Schiff auf die Route. Okay, Noria, ich komme. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Ja, planen wir ein bisschen für die Zukunft. Das wird hier auf jeden Fall noch ausgebaut. Dann machen wir es gleich anständig. Dann kann ich hier drüben noch was hinbauen. Und das ist mit den Norias auch direkt abgedeckt. Und dann läuft die Sache. Okay, Verhältnisse sind hergestellt, sag ich mal. Wir könnten noch gucken. Weite Reise hier hoch wegen... Nein, falsch. Unrichtig. Glas. Ist als nächstes dran. Das wäre erledigt. Dann holen wir noch mal ein bisschen Baumaterial. Baumaterial, das wir hier eigentlich schon mitnehmen können. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ach, das Schiff habe ich total vergessen. Vier Werkzeug, vier Holz, ein Stein. Vier, ne, reicht locker. Dann bauen wir hier unten noch ein bisschen was aus. Zum einen das Konto auf Stufe 2 und dann noch eine Handvoll Zusatzlager. Weil im Moment bremst das die Produktion hier gewaltig. Das will ich natürlich nicht. Gut, Auftrag erfüllt. Das war mal ein leichter, zum Glück. Diese mehrstufigen braucht man nicht jedes Mal. Die verbrauchen wahnsinnig viel Zeit. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Wir haben noch reichlich Material hier, aber 24 Musik könnte ein bisschen dünn sein. Ich überlege gerade hier 16, 11. Verflixt, das reicht knapp nicht. Ah, was habt ihr zu vermelden? Seid bedankt für eure... Ah, ein Stadtmensch. Ja, die Idee wäre hier nochmal ein Dings dahin zu machen. So eine Perlenproduktion. Hier haben wir auch überhaupt kein Mosaik mehr. Schlecht. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Blockade. Na, das kriegen wir hin. Wie schlimm kann es schon sein? Ich sehe nicht mal Schiffe. Okay, ihr habt ein kleines Kriegsschiff im Kanal. Das ist euer Problem. Und das hier guckt einfach nur zu, oder wie? Könnte auch um das hier gehen. Ich sehe da eigentlich kein großes Problem. Wieder ein einfacher Auftrag. Sehr, sehr schön. 40 Marzipan. Ah, wir können ausbauen. Sehr gut. So, das einmal so. Das hilft schon mal. Ein gutes Geschäft ist mir. Läuft. 95, das ist okay. Das muss einfach reichen.
Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Amber, wir haben es geschafft. Oh Mann, dazu sage ich jetzt mal nichts mehr. Ihre Schiffe haben die Blockade erfolgreich beendet. Mhm. Und meine Schiffe müssen demnächst mal repariert werden. Zumindest das hier. Ja, eine weiße Flagge. Die sind versenkt worden. Und ihr denkt, ihr habt den... Das Ergebnis entspricht ganz... Sehr schön. Reparatur hier oben, würde ich sagen. Hat noch Sendepause. Die Details. Bleiben besser unter uns. Wie viel Frachtraum haben wir eigentlich da unten? Kommt das mit dem Marzipan hin? Ah, 135 sollte passen. Da kommen wieder 40. Die 5 kommen einfach aus dem Zoll gerade eben. Aber das sind glückliche Kekse. Dementsprechend sehr, sehr gut. Senken wir hier mal die Steuern. Dann können wir uns gleich darum kümmern, hier noch ein paar Gesandte mehr anzusiedeln. Wir brauchen allerdings Werkzeuge. Jede Menge Schiffe unterwegs, aber nichts, was Werkzeug dabei haben könnte. Schlecht, schlecht. Und eine Tonne Werkzeug, das lohnt sich nicht, das hier wieder mitzunehmen. Was mich hier allerdings mehr interessiert... Das hier. Damit kommen wir, denke ich, besser zurecht. Dann wird das direkt sehen, wie viel wir hier haben. Ja, und das wäre alles verschwendet gewesen. Das gefällt mir. Das Schiff muss ja einiges mitnehmen. Damit es bis zum nächsten Besuch überbrückt wird. Ich glaube, das machen wir jetzt mal kurz. Wir bringen hier eine extra Lieferung hin, als kleinen Puffer. Auf dass das dann besser hält. Wir haben im Moment eben nur ein Schiff auf dieser Route. Das ist eine sehr lange Reiseroute. Ist nicht ganz optimal. Ein gutes Geschäft. Mit dem Kaffee ist mir das eigentlich ein bisschen zu knapp, aber so wie es aussieht, passt das alles. Dann soll es mir recht sein. Das ist jetzt eigentlich Verschwendung, so ein großes Schiff zu schicken für 25 Werkzeuge. Aber ich will hier anfangen. Wir brauchen ja nicht mehr so wahnsinnig viel. 25 pro Haus. 20 Häuser aufwerten. 22, um auf Nummer sicher zu gehen. Kriegen wir hin. So, du solltest vielleicht ein bisschen näher an den Reparaturkram. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ach, das ist hier oben, richtig. Dann war noch Stein. Deine Produktion, da haben wir sogar Glas. Das Glas holen wir direkt mal ab. Dann können wir nämlich anfangen, hier noch ein paar Gebäude aufzuwerten. Ich weiß, das ist jetzt nicht optimal. Die ziehen nämlich nicht ein, denen fehlt Wein. Aber es ist schon mal ein bisschen was. Und wenn wir den Wein hierher schaffen können, dann können wir auch mit dem Kaiserdom anfangen. Wäre schon mal was. Okay. Das heißt, als nächstes kümmern wir uns dann um den Wein. Auch dafür werden wir Werkzeuge brauchen. Das ist was Blödes. Ich schätze, das machen wir dann mit Liarin.
Dann schicken wir das mal hier runter. Wir werden noch zusätzliches Glas brauchen, denn diese Weingeschichten sind ja Adelslevel. Der Rat der Zehn dankt. Da braucht man Glas. Zumindest für die Kältehäuser. Jep, dann holen wir das noch. Und ich muss mal einen kurzen Blick auf den Spickzettel werfen, wie viel Weingedöns wir da brauchen. Ganz zum Schluss. Hierher. Ich blende euch das natürlich nochmal ein, wenn ich dran denke. Wir brauchen ganz zum Schluss für 10.000 Adlige 10 Weingüter. Das heißt, jedes Weingut kann 1.000 Adlige versorgen. Wir sollten am Anfang also erstmal 3 Stück bauen. Damit müssten wir eine Weile auskommen. Wein ist höllenaufwendig. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Nicht nur so ein bisschen. Da müssten wir nicht jetzt sofort anfangen. Für Wein brauchen wir eine Köhlerhütte, eine Eisenmine, eine Eisenschmelze, 2 Holzfällerhütten, 2 Fasskühfereien, 6 Weingüter und 2 Kälterhäuser. Ihre Wasservorräte werden knapp. Das ist zum Glück überhaupt nicht aufwendig. Ein fairer Handel. Okay, auf welcher Insel wollte ich Wein anbauen? Ich glaube, da habe ich noch gar keine. Das wäre doch was. Hier haben wir Eisen. Wir haben sogar Kohle. Da brauche ich nicht so viele Köhlerhütten. Das wäre nicht schlecht. Ich habe jede Menge Kohle hier. Nicht so viel Platz, wie ich es ganz gerne hätte. Aber es ist relativ nah dran an Sanakant. Dementsprechend, wenn wir das Konto hier hin machen, haben wir für den Wein später eine relativ kurze Handelsroute. Das wäre an sich nicht schlecht. Für jedes Kältehaus brauche ich 3 Weingüter. Das heißt, ich brauche zum Schluss 30 davon. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Wie groß ist so ein Weingut? So groß wie Datteln. Ach du Schande. ...30 Dattelplantagen auf dieses Stückchen Land. Das ist nicht gut. Da brauchen wir eine Alternative. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Wie groß ist diese Insel? Ich nicht mal richtig angezeigt. Fantastisch. Okay, wir brauchen als erstes Baumaterial. Da komme ich nicht drum rum. Ein schwarzes Unwetter zieht über ihre Siedlung. Oh nein, unser Most wird verwässert. Die Natur streckt unser Zeug hier. Kannst du nicht machen. So, wir brauchen auf jeden Fall Werkzeuge und einiges an Holz. Das sollte aber erstmal reichen. Dann brauchen wir Steine. Das ist irgendwie wichtig für Bergwerke und Eisenproduktion. Ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an. Dann können wir die Holzfäller als erstes bauen und kriegen auf die Art einiges an Holz hierher. Ich überlege mir gerade, wie ich das ganze Zeug hierher baue. Hier mache ich das Kontor hin. Dann kann ich
eigentlich den Bereich schon mal komplett abschreiben für die Keltergeschichten und die Produktionskette an sich. Hier müssen die Eisengeschichten hergestellt werden. Das baue ich hier unten nur ab, so wenig Platz wie möglich verbrauchen, und mache das dann hier oben hin. Die Fassproduktion und die Eisenproduktion, das kommt alles hier oben in die Ecke zusammen mit den Kälteren. Dann brauche ich hier noch Holzproduktion, oder ich bringe das Holz extra vom Midgarder hoch. Das wäre aber arg verzweifelt, glaube ich. Knackpunkt werden eben die 30 Weingüter. Alle so groß wie Dattelplantagen. Wenn ich mir mal so eine Plantage hier angucke. Ja, das sind ungefähr 3 Finger. Wovon ihr jetzt nichts habt, weil hier kriege ich 2 Stück nebeneinander. Das sind aber erst 8. Dann gehen hier also 4 Stück. 6 Farmen sind 24. Hier passen nochmal 2 hin. Wir haben bei 32. Das könnte eigentlich hinpassen. Und wir hätten hier unten nochmal eine kleine Lücke. Das wird sauknapp. Dann werde ich als erstes mal die Markthäuser aufbauen mit den richtigen Abständen und gucken, ob ich da genug Markthäuser hinkriege. Dann wäre es gut, wenn ich irgendwo etwas bekomme, was die Weinguteffizienz erhöht. Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Das ist alles relativ unwichtig. Okay, unbegrenzt Wasservorrat. Das klingt nicht schlecht, aber wow, verdreifacht die Unterhaltskosten. Also plus 200%. Das ist nicht gut. So ist es recht. Ach ja, du. So, schau mal hier. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Und dann muss ich neu würfeln. Und ich glaube, Wein kriege ich, wenn schon, hier. Zollware Kerzenleuchter. Wow. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? 2x Zoll Kerzen. Das klingt sogar interessant. Das sollte man sich vielleicht kaufen, bevor man es wegwürfelt. Die nehme ich kurz mal mit, die Zollwaren. Das ist mir das 400 Ruhmzeug wert. Warum nicht? Okay. So viel Platz sparen wie irgend möglich. 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5. Dann muss das hier hin. Zwei, drei, vier, fünf. Meine Finger sind sehr genau. Oh, die Hölle. Ist ja zum Glück überhaupt nicht knapp oder so. Passt genau dazwischen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die Farm geht also bis dahin. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das Gewitter ist vorüber. Gehen wir jetzt nicht auf den Sack.
4, 6, 7. Ich helfe euch gerne aus. Das müsste hier richtig sein. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ach, sag mir bitte, dass ich hier dazwischen keinen Mist gemacht habe. 3, 6, 10. Passt. Da habe ich mich verzählt. Drei, sechs, zehn. Ja, passt. Okay. Oh Mann. So, es fehlt mal wieder Werkzeug. Da schicken wir das Schiffchen los. Hier drüben kaufe ich ja gerade Kerzenhalter, Zollgegenstände. Was euer Herz begehrt. Das da. Der Handel entblößt. Das also sind eure Vorlieben. Ja, Kerzenhalterzölle. So viel wie wir in Sanarkand handeln, sollte das kein großes Problem sein. Ach, so ein Turnier. Das wäre ein trefflicher Zeitvertreib. Es hakt mal wieder an Waffen. Fantastisch. Macht nichts, holen wir. Das so und das so. Alles klar. So, was wurde bei dem Gewitter möglicherweise zerstört? Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Insel das war. Ach, keine Ahnung. Wird schon nichts zu Bruch gegangen sein. Diese Aufgabe ist nichts für Feiglinge. Alles klar. Hasan, du hast doch einen Dachschaden. Irgendwo hatten wir Gold gelagert. Erz. Fantastisch. Herzlich willkommen. Ach, geh du mir nicht auf den Keks. Auch nix. War das hier mit dem Fertiggold? Nö. Nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Ah, Gold ist eine orientalische Sache. Das kriegen wir wahrscheinlich eher hier. Euer Besuch wärmt das Herz eines alten Mannes. Gold raus. Wie, du hast keins. Das ist was Blödes. Rost ist der schlimmste Feind. Ja, Heere verstärken brauchen wir auch nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So viel dazu. Das bedeutet für mich, wir kaufen uns kurzfristig Goldbarren, aber keine 250, wenn ich bitten darf. Salam alaikum. Da bin ich hinterher bettelarm. Fünf ist in Ordnung. So, irgendeiner wird schon vorbeikommen und mir 5 Tonnen Gold verkaufen. Natürlich hat es jeder dabei, der hier zu mir fährt. Ich habe es ja schon so wahnsinnig oft bestellt, dieses Gold. Ach, wird schon irgendwie hinhauen. Bin da ziemlich zuversichtlich. Okay. Ich glaube, das wäre es dann für heute gewesen. Morgen schauen wir mal, dass wir Hassans Auftrag erfüllen und mit der Weinproduktion loslegen da oben. Zumindest wenigstens mit den Weinfässern. Das wäre schon mal ein toller Anfang. Spiel gesichert. Im Moment interessiert mich halt hauptsächlich, ob ich hier... Jetzt kannst du erzählen, Hassan Benz. Ob ich hier die nötigen Weingüter unterkrieg. Das könnte verflucht eng werden. Oh Mann. Aber
Ich würde sagen, danach gucken wir dann. Ah, schön, dass ihr da seid. Gegen ein gutes Geschäft habe ich. Ich helfe euch gerne aus. Danach gucken wir dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.